So Leute, herzlich willkommen auf dem Vidas Channel. Wir sind heute beim Boxenstopp in Ingolstadt und wir fahren heute die Street Triple RS. So Leute, ich bin so mega gespannt auf das Teil. Wo das Ding rausgekommen ist, also vorgestellt wurde, dachte ich mir schon so, alter Verwalter. So, Alter, das Display, Mann, das gibt's nicht. Leute, wir sitzen auf einer Street Triple RS und ich entschuldige mich jetzt schon für meine, etwas heisere Stimme. Ja, wir haben hier einen Dreizylinder mit 765 Kubik. Wir haben 123 PS für 77 Newtonmeter. Das Ganze wiegt trocken, also aufgepasst, ohne Flüssigkeit, ne? Wiegt es 166 Kilo. Und wir haben einen 17,5 Liter Tank bei einer Sitzhöhe von 825 mm. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Sitzposition, dass ich das alles noch mit meiner vorhandenen Stimme schaffe. Man sitzt erstaunlich gut auf dem Motorrad. Also ich muss echt sagen, der Lenker hat eine angenehme Breite. Man sitzt wahnsinnig aufrecht. Jetzt, ich finde nicht zu aggressiv. So richtig schön Naked Bike mäßig sitzt man da drauf. Und was ich da Hammer finde, dass das Polster für den Po mega bequem ist. Also ich glaube, dass es auch über die Zeit mega bequem bleibt. Man hat einen super angenehmen Kniewinkel. Also ich bin der 1,88 und ich muss wirklich sagen, also ich sitze hier total angenehm drauf. Also wirklich, es fühlt sich gerade so an, wie wenn das für mich gemacht wäre, die Sitzposition. Also, boah. Hammer, Alter, ohne Schmarrn. Man merkt halt, finde ich schon, dass die Rasten natürlich ein bisschen höher gesetzt sind. Weil es ist halt die RS und das soll halt, sage ich mal, ein Naked Bike sein, mit dem du halt richtig aggressiv unterwegs sein kannst. So. Dann kommen wir mal zu den Armaturen, Leute. Und zwar ist es so, dass wir jetzt ein LC-Display auf der RS und der R haben. Die S-Version hat das nicht, die hat nur analog. Und zwar können wir das hier unten dann für unsere Höhe quasi anpassen. Also wir sind jetzt gerade durchs Menü gegangen. Diese Anzeige, was die alles kann, das Display, das ist der absolute Oberwahnsinn. Man kann dazwischen verschiedene Drehzahlanzeigen wählen. Man hat eine Ganganzeige, Kühlflüssigkeitstemperatur. Was schon wieder? Jeden Scheiß. Also Wahnsinn. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein hochauflösendes Display mit so viel Funktion auf dem Motorrad gesehen. Ich kann jetzt hier nicht alles durchschalten. Da müsste man eigentlich ein eigenes Video drüber machen, weil es so krass ist. Wir haben einen verstellbaren Brems- und Kupplungshebel und die Menüführung, das ist alles so easy. Das geht hier unten über einen Joystick. Das ist
total intuitiv. Da kann ich dann nach rechts durchschalten und dann kann ich mir hier jeden möglichen Scheiß hier den Stil einstellen, wenn ich es jetzt lieber so habe. Also absolut krass, ohne Schmarrn. Und das geht so einfach und intuitiv und alles wahnsinnig hochwertig, funktioniert unglaublich gut. Genauso wie die Spiegel, die sind eigentlich echt ganz cool für serienmäßige Spiegel, die muss ich mir jetzt mal noch gescheit einstellen jetzt, sind die wirklich der Hammer, man sieht ultra viel und ich finde, die schauen jetzt auch nicht scheiße aus. Also das Einzige, was ich an den Armaturen ein bisschen komisch finde, ist, dass der, wie soll ich sagen, der Blinkerschalter jetzt nicht so einen Widerstand hat, wie, oder halt sich so viel bewegt wie andere Blinkerschalter, sondern man tippt den nur an. Also man muss den nicht schieben, das ist am Anfang jetzt, finde ich, ein bisschen ungewohnt. So, dann kommen wir mal zum Motor. Wie gesagt, 3 Zylinder, 765 Kubik, 123 PS und 77 Newtonmeter. Man muss aufpassen, bei den Modellen hat jedes Modell eine andere Leistung und Drehmomentcharakteristik. Also das ist jetzt sozusagen das aggressivste und leistungsstärkste, die RS. Dann haben wir einen Quickshifter, einzelnen Fahrmodi. Und ja, also ich bin gerade mega geflasht von dem Motor. Das ist der absolute Wahnsinn. Also was man wirklich sagen kann, dieser Dreizylinder, der läuft so seidenweich. Der hat auch überhaupt gar nicht irgendwie so krass viele Vibrationen. Also da haben sie echt was gemacht nochmal. Gasannahme, ich fahre jetzt auf Sport und selbst auf Sport ist es so angenehm. Also ich würde wahrscheinlich dann immer auf Sport fahren. Auf Komfort ist es noch sanfter. Dann ist es halt so, dass der Motor, wie soll ich sagen, im niedrigen Drehzahlbereich, du kannst den in der Ortschaft auch ohne Probleme im sechsten fahren und vom sechsten Gang dann halt quasi auf 100 hochziehen ohne Probleme. Das ist wirklich so. Untenrum merkt man halt schon, dass es ja ein Mittelklasse-Motor ist. Also man darf sich da jetzt nicht den Druck von der 1000er oder so erwarten, sondern also untenrum, der geht richtig gut unten raus. Wahrscheinlich besser wie jeder 57er Vierzylinder. Ich finde es vollkommen ausreichend, muss ich echt sagen. Und jetzt kommt's, was da überhalb von 8000 passiert. Das ist der absolute Oberhammer. Also der hat wirklich so einen Punkt, das ist jetzt nicht ganz so linear, wie man es vom Dreizylinder kennt, sondern man hat da schon ab 8000 Umdrehungen so einen Punkt, da geht dann richtig was. Und ab 10 geht da der Punk ab bei dem Motor. Also der will wirklich ausgequetscht werden und der hört sich obenrum auch so obermega affengeil an. Und es fährt sich so geil, das ist der absolute Oberhammer. Ja, und ich finde auch, das, was da oben rum, das fühlt sich sogar, finde ich, schon fast nach mehr wie 123 PS an. Das ist wirklich, boah, mehr brauchst du nicht. Also ich finde das so geil. Und er fährt sich oben rum schon sehr, finde ich jetzt bei der RS, in Richtung Daytona-Motor. Zum Quickshifter noch. Also ich muss wirklich sagen, das Getriebe funktioniert einwandfrei. Da gibt es nichts zum Aussetzen, gar nichts. Butterweich. Hier halten wir jetzt mal an. Oh, ist das ein geiles Motorrad. Ohne Scheiß. Ich liebe es. Ohne Schmarrn. In echt, finde ich, schaut es viel geiler aus wie auf Bildern. Absolut geil. Es ist halt so dieses klassische Triumph-Design. Also es ist immer, einem muss es gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, diese Kleinigkeiten, die Nuancen, die sie auch vorne gemacht haben, gefällt mir wirklich gut. Also ohne dem Windschild, finde ich, schaut es mega behindert aus. Man muss sich schon dieses Windschild drauf kaufen. Das musste man sich auch bei der alten. Aber ich finde es optisch wirklich schön. Also mir gefällt es. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die R-Version durch diesen roten Heckrahmen eigentlich viel, ja, wie soll ich sagen, aggressiver wirkt wie die jetzt. Ich muss sagen, mir gefällt sie optisch wirklich gut. Sie wirkt wahnsinnig hochwertig. Und auch mit dem Heck hinten, das ist schon nicht verkehrt.
Also mir gefällt es wirklich gut. Näher möchte ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, sondern ihr kriegt jetzt noch einen Soundcheck. Gut. Jo, dann würde ich sagen, so, Kamera läuft noch, kommen wir mal zum Fahrwerk. Alter. Und zwar haben wir vorne eine 41 mm Schofa Big Piston Gabel drin, die voll einstellbar ist, und wir haben hinten ein Öhlins STX 40 Federbein drin. Das ist ja schon von den Komponenten sehr, sehr hochwertig, was man da hier vorfindet. Und wie fährt sich jetzt das Ganze? Ich muss leider sagen, dass ich es aufgrund der Wetterlage nicht zu 100% ausprobieren konnte. Aber was man definitiv sagen kann, wie dieses Motorrad einlenkt und sich in Kurven verhält, ist ein absoluter Traum. Ohne Scheiß. Also das macht genau das, was du willst, aber mit so wenig Handkraft. Und so präzise und wahnsinnig toll, das ist ein absoluter Hammer. Das bleibt immer stabil, macht genau was du willst, gibt so viel Rückmeldung. Boah, es ist der Wahnsinn. Und es ist auch für das, da hatte ich ja jetzt Angst, für das, dass es ja doch schon sehr sportlich ist, sehr sportliche Komponenten sind, ist es wahnsinnig. Ja, also wie soll ich sagen, ist es gar nicht mal zu hart, sondern ich finde es richtig angenehm eigentlich für die Landstraße und hatte jetzt irgendwie nie das Gefühl, dass es zu hart wäre. Ja, zu den Bremsen, was haben wir hier? Wir haben vorne eine M50 Monoblockanlage von Brembo mit Brembo radialer Bremspumpe, und jetzt kommt's. Man kann an dieser Bremspumpe den Druckpunkt verstellen. Also man kann da quasi den Durchmesser von der Pumpe simulieren. Ich habe jetzt aktuell eine simulierte 20 mm Pumpe, glaube ich. Dann kann man hier drehen, dann kann man sich einen 19er simulieren. Also ich habe es jetzt echt mal ausprobiert. Das ist schon ein Unterschied, aber ich finde, ein 20 ist es, finde ich, eigentlich gerade am angenehmsten. Ne? Man hat hinten auch eine Brembo-Anlage, die in Ordnung bremst, steigen. Also die braucht schon ein bisschen Fußkraft, die Hinterradbremse, aber dann verzögert die auch richtig gut. Und jetzt kommt's. Also das Gefühl, was man in der Bremse hat, ist ein absoluter Traum. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Man braucht, wie soll ich sagen, man hat jetzt nicht so diesen ersten obergiftigen Biss, aber ich mag das eh immer nicht so. Das Ding ankert. Also die Bremsen sind gefühlt voll überdimensioniert für das Motorrad. Ich meine, das Motorrad wiegt ja nichts. Und dann hast du da so eine Bremse oben, hä? Leck. Also das verzögert, das ist der Wahnsinn. Also durch das, dass die Bremsen so überdimensioniert sind, muss man da schon echt Herr der Lage sein und ein bisschen Gefühl mitbringen. Also klar regelt das ABS gut, aber das, also im Sportmodus lässt das ABS schon Stoppies zu. Also da muss man da schon ein bisschen aufpassen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Und ja, also ich muss im Vorneweg sagen, ich bin nicht bezahlt worden von Triumph oder vom Harry oder von sonst wem, also auch nicht vom Boxenstopp oder so, dass ich jetzt hier so Lobhudel über das Ding. Es ist ein affengeiles Motorrad. Da kann man sagen, was man will. Das ist für die Klasse das Beste, was du dir kaufen kannst. Von den Komponenten her und wie es fährt. Das Ding hier, Wahnsinn. Wahnsinn. Wobei man halt auch sagen muss, es ist jetzt die RS-Version.
Und man muss dann wirklich, finde ich, für sich entscheiden, braucht es denn die RS? Weil die RS kostet 11.600 Euro, glaube ich. Und da muss man halt für sich entscheiden, braucht es unbedingt oder langt mir die R-Version sogar? Oder vielleicht sogar für Anfänger oder Wiedereinsteiger sollte die S-Version sogar auch langen. Mega geil, das hat Ausstattung, würde ich mir manchmal auf einer 1000er wünschen, ohne Schmarrn. Und es fährt sich einfach nur so rattengeil. Ich glaube auch, dass das so ein Motorrad ist, was nie langweilig wird. Kann es mir leider nicht leisten. Schade, finde ich ehrlich gesagt richtig schade. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank an Harry vom Boxenstopp, dass es doch noch geklappt hat, dieses Triple RS zum Fahren, weil die immer vergeben war. Und jetzt weiß ich auch warum, weil es so geil ist, das Teil. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen zum Motorrad habt, dann schreibt einfach unten in die Kommentare. Ich versuche immer alle Sachen zu beantworten, wenn es vernünftige Kommentare sind. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Servus, auf dem Videos-Channel.